Hallo, wir sind im Novotel Wrocław City. Ich habe hier ein Zimmer mit der Nummer 056, also im Erdgeschoss. Das Novotel hat nur eine Zimmerkategorie, also hier sehen faktisch alle Zimmer gleich aus. Ist von der Ausstattung her fast gleich mit dem Novotel in Krakow. Fallen nur zwei Dinge auf: keine Nespresso-Kaffeemaschine und leider auch keine Klimaanlage. Dafür lassen sich die Fenster öffnen, lasse ich aber bei den hohen Außentemperaturen lieber zu. Die Minibar ist zwar offen, aber leer dafür. Safe ist vorhanden. Toilette separat, auch das gleich wie in Krakow. Badezimmer mit Dusche, auch analog. Brauche ich mich also gar nicht umgewöhnen für den letzten Nächten. Duschgel, Seife vorhanden. Auch hier Zimmer mit Bett und Sofa. Das Bett in Krakow war schon sehr bequem. Ich gehe davon aus, das ist ein gleiches Bett hier. Also werde ich auch gut schlafen können. Auch das Sofa ist baugleich. Schreibtisch. Fernseher. Steckdose ist eine an der Schreibtisch. Eine weitere befindet sich am Bett. Und eine dritte, die ich theoretisch noch nutzen könnte, wäre direkt hier. Fernseher und da ist auch ein Stecker für einen USB-Anschluss da. Tja, soweit zum Zimmer. Ich habe für die 3 Nächte mit Frühstück 585 Zloty bezahlt. Das sind umgerechnet irgendwas um die 40 Euro, 40, 45 Euro pro Nacht inklusive Frühstück. Absolut fairer Preis. Das Hotel liegt etwas außerhalb. Man fährt mit der Straßenbahn Linie 9 oder 15 bis zur Endhaltestelle und läuft dann nochmal ca. 400 Meter. Tja, soweit dazu. Und auf den ersten Blick okay. Warten wir mal noch aufs Frühstück. Und dann schauen wir mal.